Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5 hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. In der heutigen Ausgabe schauen wir uns den ganz neuen Link & Co. O3 Plus an, oder für uns besser auf Deutsch ausgesprochen 03 Plus. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere sich jetzt denkt, hä, was für ein Ding? Noch nie was von gehört. Und das ist definitiv auch keine Schande, denn sowohl das Modell als auch der Automobilhersteller selbst sind noch relativ jung. Also ist es auch sehr wahrscheinlich, dass man tatsächlich davon noch nie was gehört hat. Aber keine Sorge, ich versuche dir heute beides ein wenig näher zu bringen. Bevor ich das allerdings gleich tue, werfen wir einen ganz kurzen Blick auf die Festival-Spielliste, um dir einfach zu zeigen, wie du das Fahrzeug gewinnen kannst. Du siehst es vielleicht auch schon beim Erreichen der 20 Punkte in der aktuellen Trockensaison. Ist das Fahrzeug deins. Ich hatte gesagt, wir verlassen auch gleich mal das Häuschen und machen eine kleine Spritztour. Ist einfach ein bisschen besser, um dir erst einmal die Automobilmarke Link & Co. näher zu bringen. Besser auf jeden Fall, wie wenn ich jetzt hier im Menü verweilen würde. Ja, Link & Co., um dir das zu erklären, würde ich sagen, machen wir einen kleinen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, einen kleinen Umweg. Und zwar gehen wir erst einmal ins Jahre 2010. Und da hat die chinesische Automobilmarke Geely, ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, ich spreche es jetzt einfach mal so aus, weil ich es nicht besser kann. Wenn jemand weiß, wie man es ausspricht und mir das auch erklären kann, gerne. Auf jeden Fall, 2010 hat der Automobilhersteller Geely Volvo gekauft. Ja, den schwedischen Automobilhersteller, der wurde 2010 eben von dieser chinesischen Marke gekauft. 5 Jahre später folgte dann auch Polestar, die damalige Sport- und Rennwagenabteilung von Volvo, die sich ja mittlerweile als elektronische Submarke von Volvo verstehen. Die ja, konzentrieren sich ja wirklich jetzt rein auf die Elektrofahrzeuge. Aber damals war es, wie gesagt, noch die Sportabteilung. Das wird auch gleich später nochmal wichtig werden. Aber weiter im Text. Ein Jahr später dann, 2016, hat dann Geely nochmal eine eigene Automobilmarke gegründet, und zwar die Tochterfirma Link & Co. Und das war einfach mit folgendem Ziel. Und zwar haben sie gesagt, okay, wir wollen unsere Fahrzeuge entsprechend positionieren. Sie haben gesagt, unsere eigenen Fahrzeuge, also Geely, die sollen so das untere Segment sein. Volvo, die wir ja gekauft haben, die sollen so das obere Segment sein. Und eben diese neue Marke Link & Co. soll sich so ein bisschen dazwischen positionieren. Und wie das ja meistens so ist bei großen Automobilherstellern, oder in dem Fall könnte man schon fast sagen, bei einem Automobilkonzern, will man ja versuchen, ja, viele Sachen zu teilen. Also Technologien, Teile selbst oder halt natürlich auch die Plattform. Wir haben es ja erst jüngst hier im Let's Play gehabt. Bestes Beispiel mit VAG, beziehungsweise eben mit Audi und Porsche, mit dem e-tron und mit dem Porsche Taycan. Die haben sich ja auch dieselbe Plattform geteilt. Und das ist eben auch das langfristige Ziel von Geely, dass die ganzen Fahrzeuge dieser verschiedenen Marke halt einfach auf so einer gleichen Plattform aufbauen. Und ein zentraler Punkt wird eben die Plattform CMA sein. Das steht für Compact Modular Architecture. Unter anderem der Volvo XC40 baut schon auf dieser Architektur bzw. auf dieser Plattform auf. Und die ganzen Link & Co. Fahrzeuge, die dann eben nach Gründung entstanden sind, bauen tatsächlich auch auf dieser Plattform auf, auch eben dieser 03, den wir hier sehen. Vielleicht um das ganze oder das ganze Spektrum, die ganze Modellpalette von Link & Co. schon ein bisschen so abzubilden. Das erste Fahrzeug, was sie herausgebracht haben, war 2017, das war der Link & Co. 01, ja, wie kann es auch anders sein? Das ist so ein kleiner, kompakter SUV gewesen. 2018 folgte dann der 02, das war so ein Crossover-SUV, also so auch so ein etwas eher kleinerer SUV. Dann ebenfalls 2018 folgte dann eben hier der 03. Das ist eher eine Kompaktlimousine, wie man sieht. Und 2020 dann folgten nochmal zwei Modelle, nämlich der 05 und der 06. Ja, ich habe 04 nicht ausgelassen, es gibt tatsächlich kein 04. Ja, der 05 ist so ein SUV-Coupé und der 06 ein etwas größerer Crossover-SUV. Und dann letztes Jahr, 2021, kam das letzte aktuelle Modell, und zwar eben der 07, das ist ein etwas größerer SUV, und tatsächlich teilt er sich nicht nur die Plattform und die Technik mit dem Volvo XC90. Das war jetzt irgendwie falsch formuliert. Nein, er teilt sich die Plattform und die Technik mit dem Volvo XC90. Genau, also ein ganz großer SUV. Also ihr merkt schon, eigentlich alle Modelle bis jetzt auf der hier sind SUVs in irgendeiner Form. Also Zahn der Zeit hat auf jeden Fall Link & Co. getroffen. So viel kann man schon mal sagen. Aber ich glaube, ich bin ganz froh drum, dass wir dieses Teil bekommen haben. Zumal da auch ein bisschen Motorsport drin steckt. Aber dazu gleich später mehr. Kommen wir doch vielleicht auch einfach auch mal auf den 03 zu sprechen. Um den soll es ja auch ein bisschen gehen. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt Link & Co. ein bisschen näher bringen. Also ne, chinesische Tochterfirma von Geely. Ist natürlich jetzt ein bisschen verbandelt, auch mit dem schwedischen Hersteller Volvo, weil der jetzt ja eben auch mit dazugehört. Und wir werden da auch ganz viel dann auch merken, dass das so ein bisschen Hand in Hand auf jeden Fall geht.
So, jetzt aber zum 03. Der basiert weitestgehend auf dem im gleichen Jahr erschienenen 02er, ebenfalls halt eben auf dieser CMA-Plattform. Und tatsächlich da auch ein Fun-Fact, der neue Volvo S40, der kommen soll, soll tatsächlich auf diesem 03 auch basieren. Also auch natürlich auf dieser CMA-Plattform, aber halt eben auch insbesondere auf diesem Modell hier. Zu Beginn gab es erstmal 1,5 Liter Reihen, 3-Zylinder Turbomotoren von 156 bis 180 PS. Es folgte dann aber auch noch ein 2-Liter Reihen, 4-Zylinder Turbomotor mit sogar 190 PS. Des Weiteren gibt bzw. gab es zwei Hybridvarianten. Warum gab? Naja, die eine hat halt die andere ersetzt, aber es gibt halt auf jeden Fall eine Hybridvariante noch von dem hier. Und was hier vielleicht erwähnenswert ist, alle diese Varianten, die ich jetzt gesagt habe, haben einen Vorderradantrieb. Die Version, die wir hier jetzt haben, hat es allerdings nicht. Dazu gleich aber auch nochmal mehr. Vielleicht das nochmal erwähnenswert im September 2022. Ja, also genau jetzt, wenn man so möchte, gab es bereits auch schon einen Facelift von diesem 03er und der hat ebenfalls einen 2 Liter rein 4-Zylinder Turbo mit den Spezifikationen von genau diesem Modell, was wir hier haben. Wir haben ja nämlich dieses Plus da hinten und das Plus hat tatsächlich auch eine Bedeutung und zwar ist das Plus die Performance-Variante von diesem 03er und die Besonderheit bei dieser Performance-Variante, und das ist auch wirklich nur bei dieser Version so, also auch beim Facelift ist es nicht so. Die Besonderheit ist, dass wir hier Allrad haben. Ja, kein Vorderradantrieb, sondern tatsächlich Allrad, was natürlich nochmal für ein bisschen extra Grip sorgt. Und bei diesem 03 Plus haben wir auch einen ganz tollen Motor verbaut. Und ich würde sagen, ohne jetzt weitere Details irgendwie vorzuenthalten, gehen wir einfach auf die Teststrecke und da gucken wir einfach direkt mal aufs Datenblatt. Dann wissen wir auch konkret, von was wir hier sprechen. Und mit einem direkten Blick aufs eben angesprochene Datenblatt sehen wir, dass im Herzen ebenfalls ein 2-Liter rein 4-Zylinder Turbomotor arbeitet, der allerdings hier in der Performance-Variante 254 PS und 350 Newtonmeter Drehmoment leistet. Wie schon gesagt, die Facelift-Version des 03 hat ebenfalls diesen Motor mit diesen Spezifikationen. Großer Unterschied ist halt, dass die Performance-Version Allrad hat. Das macht das Ganze natürlich schon nochmal ein bisschen zackiger. Das Ganze wird kombiniert mit einer 8-Gang-Automatik. Beim Gewicht schlägt hier der 03 Plus bei 1,6 Tonnen zu, schafft den Sprint von 0 auf 100 in 5,9 Sekunden und erreicht die Höchstgeschwindigkeit bei 250 km/h. Ja, so weit, so gut. Aber wie fuhr sich denn dieser Lynk & Co 03 Plus? Hat man denn gemerkt, dass das eine Performance-Version sein soll? Ich meine, man sieht ja schon so einen schönen Diffusor, man sieht ja hier auch einen schönen Heckflügel, aber ist es nur Zierde oder bringt das auch was? Naja, ich würde mal sagen, also griptechnisch kann man nicht meckern. Das Ding kommt serienmäßig schon mit Sportreifen daher. Also das hat manch anderes Fahrzeug nicht, was deutlich mehr Leistung hier im Spiel hat und eigentlich sportlicher sein sollte. Also von dem her, da kann man wirklich nichts beanstanden. Ich glaube, das, was dem Fahrzeug ein bisschen fehlt, ist ein bisschen Power. Ja? So 100 PS mehr oder von mir aus 150 PS mehr, hätte dem auch ganz gut getan. Wobei, dann bräuchte man wahrscheinlich wieder ein bisschen bessere Bremsen. Aber so vom Fahrwerk, von den Reifen her, macht er doch einen ganz guten Job. Also da konnte man schon richtig, richtig durchballern durch den Rundkurs, beziehungsweise durch den Sprint ist es ja viel mehr hier auf der Teststrecke. Und das hat schon Spaß gemacht, dann auch das Limit so auszureizen. Also wie schnell kann ich dann doch in die Kurve irgendwie mit rein? Wie kann ich versuchen, möglichst viel Tempo auch mitzunehmen? Weil die Power selbst hat das Ganze ja natürlich nicht so einfach wieder hochbeschleunigen lassen. Aber war ganz cool auf jeden Fall und hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich würde dich jetzt einfach auch nochmal mit den letzten Sekunden alleine lassen und dann schauen wir einfach auch mal auf die gefahrene Rundenzeit. Und die ist mit einer 2:22.426 ganz okay, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also für den Forza-internen Leistungsindex ist sie eher schlecht, ne? Wenn man jetzt mal guckt, wie der Golf 7.2R und auch der RS4 Avant B5 bei doch niedrigerem Index eine ähnliche Zeit gefahren sind, der Golf war sogar schneller, dann zeigt es halt einfach, dass da einfach irgendwo die Power fehlt, ne? Also
mit 1,6 Tonnen ist es, denke ich, heutzutage noch okay, aber ja, der braucht halt, also so 400 PS wäre schon ganz gut so bei dem Fahrzeug und ich glaube, dann wäre das auch okay, weil der hohe Index kommt, glaube ich, einfach nur durch dieses massive, durch diesen massiven Grip, ja, den er hat, einfach zustande, aber ja, den spielst du halt kaum aus, ja, also ich denke mal, da ist das Defizit zu erkennen, aber da können wir ja gleich nachhelfen und nochmal ein bisschen mehr Leistung reinbringen. Und apropos mehr Leistung, ich habe eine Version von diesem 03 dir noch so ein bisschen vorenthalten, aber dazu verlassen wir jetzt erstmal die Bestenliste und werfen hier im Forza Vista-Modus nochmal einen ganz kurzen Blick auf das Fahrzeug. Ich habe ja gesagt, es gab am Anfang 1,5-Liter-Varianten, also mit einem reinen 3-Zylinder-Turbo, eben auch einen 2-Liter reinen 4-Zylinder-Turbo, den wir auch hier in der Performance-Variante, ja, mit, ich wiederhole es nochmal, mit 254 PS haben. Es gibt aber auch noch eine Sonderversion und die nennt sich 03 Plus Cyan, ja. Und dieses Sondermodell hat mehr Leistung, nämlich 265 PS und 380 Newtonmeter Drehmoment, hat aber auch nochmal einen zusätzlichen, etwas größeren Heckspoiler bekommen und auch nochmal neue Stoßdämpfer von Bilstein. Und dieses Cyan hat, also ist nicht nur eine Farbe, ja, sondern das hat auch einen Grund, denn es gibt das sogenannte Cyan Racing Team und das war das ehemalige Polestar Racing Team. Ja, richtig gehört. Das offizielle Werksteam damals von Volvo, die unter anderem in der WTCC sogar Meister geworden sind. Aber, ich habe es ja gerade vorhin schon gesagt in der Folge, Polestar ist ja halt jetzt eigentlich nicht mehr die Sport- und Rennwagenabteilung. Die ist ja jetzt die voll elektrifizierte Abteilung von Volvo. Und so hat jetzt halt eben in diesem ganzen, ja, Konzern, sage ich jetzt einfach mal, sich das Racing-Team neu positioniert und ist jetzt halt eben für Link & Co. quasi das Racing-Team und eben das nennt sich Cyan Racing-Team und diese Sonderversion, dieser 03 Plus Cyan, ist eigentlich aus folgendem Grund entstanden, beziehungsweise aus zwei Modellen entstanden, denn natürlich hat dieses Cyan Racing-Team ihre, also das ehemalige Polestar Racing-Team ihren Bezug zum Touring-Car-Sport nicht verloren und so ist eben, oder so gibt's eben von diesem Link & Co. auch ein 03 TCR, also eine TCR-Version. Und damit treten sie unter anderem in der WTCR an, in der TCR China, in der TCR Scandinavia, in der TCR South America. Und da sind sie eigentlich sogar recht erfolgreich. Also ich denke mal, diejenigen hier unter uns, die den Motorsport verfolgen, die eben halt insbesondere die WTCR verfolgen, die kannten das Fahrzeug schon oder zumindest mal die Rennversion davon. Und eben die es halt nicht tun, die werden das Fahrzeug wahrscheinlich auch nicht gekannt haben. Ja, ist jetzt auch kein Wettbewerb, ob man das jetzt schon kannte oder nicht. Ich meine, ich muss auch sagen, ich verfolge die WTCR auch ganz arg nur am Rande. Deswegen ist mir das Fahrzeug, also die Serienversion, auch nicht geläufig gewesen, wenn dann auch nur die Rennversion. Und unter anderem gibt's auch die Rennversion, also den 03 TCR in Raceroom. Also wer vielleicht in Raceroom in der Simulation unterwegs ist, kennt den dann dadurch auch vielleicht. Ja, aber wie schon gesagt, sehr unter anderem sehr erfolgreich gewesen oder ist sehr erfolgreich eben mit der TCR-Version. Und aus dieser TCR-Variante haben sie einen sogenannten 03 Cyan Concept-Fahrzeug gebaut, der ja so ein bisschen auch aussieht wie die TCR-Rennversion, also schön breit und bullig und auch dort ordentlich leistungsgesteigert. Und zwar ebenfalls zwar mit einem 2-Liter reinen 4-Zylinder-Turbomotor, allerdings, jetzt haltet euch fest, mit 528 PS und 504 Newtonmeter Drehmoment. Und ich glaube, das ist ein guter Richtwert heute, das Tuning in die Richtung aufzubauen. Ja, das Ganze kombiniert mit einem sequentiellen Sechsganggetriebe. Sprint von 0 auf 100 gelingt da in 4,4 Sekunden und Sprint auf 200 gelingt in 10 Sekunden. Und das ist schon ordentlich. Und man muss auch dazu sagen, ja, diese TCR, diese Touring Cars, sind frontangetrieben. Genauso auch dieser 03 Cyan Concept ist ein Frontkratzer, ja. Also das ist schon heftig und deswegen ist auch tatsächlich dieser 03 Cyan Concept das schnellste straßenzugelassene Frontkratzerfahrzeug auf der Nordschleife. Die sind die Nordschleife in 7 Minuten 20 gefahren, um das mal in Relation zu setzen. Davor hatte der Rekord der Renault Megane S Trophy Air mit einer 7,45. Ja, aber 25 Sekunden schneller. Ja, gut, man muss dazu sagen, der Megane ist noch auf der 200 Meter längeren Version gefahren, aber diese 200 Meter machen auch keine 25 Sekunden aus. Also das ist schon
crazy. Man muss halt natürlich dazu sagen, der Rekord ist so lalala zu sehen. Wie der Name schon sagt, ist ein Konzeptfahrzeug. Es gibt halt ein Fahrzeug nur davon. Und ja, es ist zwar Straßen zugelassen, aber naja, ist halt nicht Serie. Die Serie ist eben dann daraus entstanden, dass es eben dieser 03 Plus Cyan, der aber deutlich weniger Leistung hat, eben 265 PS, nicht 528, und hat aber allerdings Allrad bekommen, so wie eben diese 03-Version, die wir ja auch schon haben. So, das soweit dazu. Ja, jetzt habe ich dich da, glaube ich, ein bisschen abgeholt. Wir können auch das Fahrzeug nochmal ganz kurz angucken. Wir können ja auch nochmal vielleicht in den Motorraum schauen. Aber ja, da werden wir eh nicht viel sehen. Aber sehen wir schon mal das Ganze hier. Performance-Komponente. Ja, das ist auch cool, dass sie da überall so Sachen dazu geschrieben haben. Na, hier steht auch Forged bei den Felgen. Hinten steht auch hier Downforce-Komponente. Ja, ich finde es schon ganz cool. Und wie gesagt, das Plus soll halt einfach für Performance stehen. Und finde ich ja eigentlich auch irgendwie cool. Und ja, diese Farbe, die ich drauf habe, die auch schon so ein bisschen an die Polestar-Fahrzeuge erinnert, kommt nicht von ungefähr. Also das ist tatsächlich eine Serienfarbe hier bei dem Fahrzeug, weil klar, da steckt natürlich das Cyan Racing Team, das ehemalige Polestar Racing Team, so ein bisschen dahinter. Also diese Anleihen von Volvo, ja, schwingen da schon so ein bisschen mit. Und ganz ehrlich, rein optisch betrachtet, finde ich das Fahrzeug irgendwie cool. Ja? Also eigentlich würde ich jetzt sagen, ja, diese Tagfahrlichter da oben, diese LED-Lichter, wir können sie ja mal kurz anmachen, da oben, irgendwie ist es hässlich, aber irgendwie auch nicht. Irgendwie hat's was. Ich kann es nicht erklären. Irgendwie hat es was. Und übrigens, die ganzen Fahrzeuge, also hier der 01, der 02, der 03, wie man gerade sieht, der 05, der 06 und der 07 von Lincoln Co., die haben alle eigentlich diese Optik. Ja? Also die sehen alle sehr, sehr ähnlich aus, was das betrifft. Und ja, irgendwie, einerseits ist es komisch, andererseits sieht es aber auch irgendwie cool aus. Keine Ahnung, ich kann es nicht beschreiben. Ist auf jeden Fall was anderes. Ich glaube, das kann man schon mal so festhalten. Und ja, das Hinterteil von dem 03 Plus hier sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr schick aus. Ich glaube, das kann man schon mal so sagen. Und ja, ich würde sagen, wir verweilen hier gar nicht länger. Wir können ganz kurz vielleicht nochmal im Design-Editor die andere Grundfarbe angucken. Natürlich gibt es den auch in Schwarz, Weiß etc. Hier im Spiel jetzt lustigerweise nicht. So kriegt man ihn ja, wenn man ihn gewinnt, aus der Playlist. Aber ich habe gedacht, ne, wenn wir hier schon so ein bisschen Polestar-Gene drin haben, dann wollen wir die auch natürlich zeigen, indem wir natürlich diese coole Farbe drauf machen. Ja, ist ja schon fast so ein Cyan, ja. Von der Farbgebung her. Wobei ich würde es jetzt einfach eher hellblau einfach nennen. Aber gut. Ja, gehen wir zum Tuning. Und da gibt es was natürlich ganz Besonderes. Der ein oder andere wird es schon entdeckt haben, wo das Fahrzeug freigeschaltet hat. Und zwar gibt es ein Whitebody-Kit. Und nicht irgendeins. Ich habe ja gerade eben vom TCR-Rennwagen gesprochen. Jetzt könnte man vielleicht denken, ist das vielleicht das Kit des TCR-Rennwagen? Ja und nein. Es ist tatsächlich das Kit von dem eben angesprochenen Cyan Concept. Ja, es ist tatsächlich der Cyan Concept Body Kit. Eben auch mit den Abgasrohren, die dann so schräg angebracht sind, so ein bisschen Lexus-Style. Ja, und das finde ich super cool, dass man das tatsächlich hier nachrüsten kann. Also ihr könnt es gerne mal vergleichen. Der TCR sieht ein bisschen anders aus, aber ich meine, dieses Kit ist ja dem TCR-Kit nachempfunden, wie gesagt, aber es ist definitiv das Kit von dem, ja, Nordschleifen-Rekordhalter, wenn man so möchte. Allerdings werden wir jetzt nicht auf den Frontkratzer umbauen. Wir bleiben natürlich beim Allrad. Ich würde auch sagen, wir bleiben beim Motor und gucken mal, ob wir mit dem Serienmotor tatsächlich auch auf diese 528 PS kommen. Wäre schon cool, weil, das ist vielleicht auch ein Fun-Fact, der TCR-Rennwagen, der Motor, der da drin steckt, ist tatsächlich ein modifizierter Serienmotor. Also die sagen selber, hey, wenn uns so ein Rennmotor um die Ohren fliegt, dann gehen wir einfach zu Lincoln Co. und sagen, hey, gibt uns mal wieder so einen Serienmotor vom 03er und dann modifizieren wir den wieder so weit, dass er wieder ein Rennwagenmotor ist. Aber im Herzen steckt da ein Serienmotor drin und deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass der Serienmotor dementsprechend auch auf diese Leistung vielleicht umgerüstet werden kann. So, da können wir auch auf den Heckflügel gehen und ich würde sagen, den machen wir auch drauf. So. Oh, richtig geile Optik. So, wir machen aber hier jetzt die Semi-Slicks. Wir machen die Dinge auch schön breit. Ja, na, ganz klar. So, wir können natürlich an der Spur nichts mehr machen, wobei die stehen schon ganz gut raus. Ich hoffe, wir können den noch gleich ein bisschen tiefer machen. Das sieht nämlich jetzt nicht so geil aus. Da kommt ja dann mehr schon wieder die SUV-Gene raus. So, Getriebe natürlich. Renngetriebe rein. Upsa, auch natürlich Differential. Ach komm, das machen wir auch dazu. Was soll's? Sodele. Dann natürlich bessere Bremsen, wenn da gleich mehr Leistung rein soll. Oh ja, da können wir Ding ein bisschen tief legen, sehr schön. Da kommt noch ein bisschen Rennwagen-Feeling auf jeden Fall. So, jetzt könnten wir ja eigentlich so einen Überrollkäfig machen, theoretisch, machen wir aber mal nicht. So, Gewicht, ja, ich würde sagen, auf jeden Fall voll runter damit. Und jetzt bin ich mal gespannt, leistungstechnisch.
So, wahrscheinlich klangtechnisch müssen wir es ignorieren, egal wie es klingt. Ja, passt. Und rein da. Ich hoffe halt, dass der Turbolader uns entsprechend Leistung bringt. Ja, Hubraum. Wobei, Hubraum wollen wir ja nicht ändern. Eigentlich hat er ja nur, ist es ja nur ein 2 Liter rein Vierzylinder. Also eigentlich will ich am Hubraum nichts ändern. Mal gucken, ob wir es ohne das schaffen. Oh ja, der Turbolader bringt uns richtig. Der bringt sogar so viel Leistung, dass wir sogar drüber sind. Nee, ich will genau auf diese 528 PS. Das heißt, wir können sogar vielleicht auf das ein oder andere Teil verzichten. Ah, 25. Ich meine, Drehmoment haben wir eh schon viel zu viel. Drehmoment wären ja nur 504 gewesen. Ja, das bauen wir ein. 528 PS, perfekt. Ja. Und mehr Drehmoment als eben normalerweise dieses Concept Car hat. Ja, haben wir mal rein. So. Aber wir haben jetzt auch hier in unserer Version auch Allrad. Da haben wir ja auch ein bisschen einen Vorteil. Von dem her sehr, sehr nice. So. Jetzt aber habe ich ja genug gelabert. Wir wollen natürlich auch ein bisschen nochmal Action haben, natürlich. Aber ich wollte euch das einfach ein bisschen näher bringen, weil ich gehe mal davon aus, dass gerade dieses Lincoln Co. und dieses Fahrzeug am wenigsten geläufig ist. Und das sieht schon cool aus. Das sieht schon halt wirklich aus wie so ein TCR-Rennwagen jetzt. Nice. So, dann müssen wir gleich mal im Feintuning nochmal gucken. Wir machen vielleicht erstmal ganz kurz den Sturz richtig einstellen. Und auch gleich mal die Aero anpassen. Bin mal gespannt, ob wir den Frontsplitter mit dem Widebody Kit auch anpassen können. Dann können wir gut runtergehen vorne. Können wir auch ein gutes Stück runtergehen, würde ich sagen. So. Bisschen Nachlauf. Okay, das ist interessant. Ja, er hat auch vorne Aero bekommen dadurch. Nice, auf jeden Fall. Power, ich würde, glaube ich, weder mehr, also ich würde vielleicht hinten ein bisschen wegnehmen, aber ich würde gar nicht jetzt groß mehr Anpressdruck haben wollen oder weniger, glaube ich, weil er hat, die Leistung ist schon gut, aber könnte auch mehr sein, so gesehen. Machen wir es mal so, vielleicht ein bisschen mehr, aber nicht übertreiben. So. Da sieht man halt auch diese typischen Frontkratzer-Anleihen, ne? 40 zu 60 Verteilung. Das heißt, die Vorderachse wird zu 60% angetrieben und die Hinterachse nur zu 40%. Ich würde es mal riskieren, jetzt bei dem Fahrzeug vielleicht eher mehr hecklastig zu gehen. Mal gucken, wie er das mag. Ja? Also quasi das Umdrehen, 40 zu 60 statt 60 zu 40. Ich bin mal sehr gespannt. Könnte auch sein, dass das nicht so funktioniert. Weil meistens ist es so, bei solchen Fahrzeugen, die in der Basis eher Frontkratzer sind, sollte man auch im Allrad eher frontkratzermäßig auslegen. Ja, gutes Beispiel zum Beispiel ein RS3 oder sowas von Audi. So, dann gucken wir mal. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Der ist eigentlich schon ganz gut eingestellt. Auch hier würde ich versuchen, aber ein bisschen runterzugehen. Aber der Rest sieht eigentlich schon ganz ordentlich aus. Gucken wir mal, wie es sich fährt. Erstmal einen ganz guten Eindruck. Ja, mir gefällt mir noch ganz gut. Bis jetzt habe ich nicht das Gefühl, dass er wahnsinnig untersteuert und auch nicht unnötig übersteuert. Ja, doch, das gefällt mir schon ganz gut. I like. So, dann würde ich sagen, 2 Rennen sollen aber auf jeden Fall noch drin sein in der heutigen Folge. Ein bisschen verquatscht habe ich mich, ich gebe es ja wieder zu. Aber wenn es halt so, finde ich, relevante, wichtige Infos gibt, dann will ich die doch nicht vorenthalten. Soll dann nachher niemand sagen, der Ray, der hat mir die ganzen Infos vorenthalten. Gut, ich glaube nicht, dass es jemand sagen wird, aber gut, spätestens jetzt, wo ich es erwähnt habe, schon, aber ach, sei es drum. Ich finde, er sieht irgendwie cool aus. Ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären. Einerseits müsste man sagen, nee, das geht gar nicht. Andererseits ist er cool. Und mit dem Bodykit sowieso, ja. 03 Cyan Concept Kit. Oh, den ersten Gang könnte man sogar vielleicht ein bisschen länger machen. So, dann gucken wir doch mal, wie wir hier in der Klasse so abschneiden.
Ja, und viele von euch wissen ja, dass ich in der Super Saloon-Klasse eigentlich immer so einen Favoriten habe, nämlich den Volvo. Und ich glaube, der könnte jetzt da mit dazustoßen, weil ich glaube, das Potenzial von dem ist immens. Ja, also ich glaube, da kann man auch tuningtechnisch so viel machen. Und mit dem wird man auch seinen Spaß definitiv haben in dieser Klasse. Und kann die ganzen großen Dinger da richtig gut ärgern. Vor allem spätestens, wenn das Bodykit drauf ist, mit dem ganzen Aero-Paket. Ist das natürlich eine richtig wilde Nummer. Ja, da macht er sogar richtig schön Platz. Guck mal an. Der BMW. Ob der Panamera auch Platz macht. Panamera glaube ich schon. Taycan. Macht schon Spaß zu fahren. Geiles Fahrzeug auf jeden Fall. Aber wie gesagt, die Basis ist auch echt nicht schlecht. Also man merkt halt, ne, das ist jetzt nicht, also ne, no disrespect oder so, aber man merkt, das ist jetzt nicht irgendwie so eine billige China-Produktion, so ohne große Erfahrung. Ich meine, ne, viele chinesische Automobilmarken müssen auch erstmal ihre Erfahrung sammeln. Hier ist halt schon wirklich so die geballte Erfahrung von eben Volvo bzw. Polestar bzw. ehemals Polestar Racing. Einfach auch so ein bisschen mit drin in der Basis, ne? Also das hilft natürlich schon dieser doch sehr jungen Marke, dass da halt einfach auch ein bisschen Erfahrung drin sind. Übrigens, weiterer Fun-Fact, was man noch sagen kann, Geely hat unter anderem 2017, glaube ich, müsste es gewesen sein, auch Lotus gekauft, ja? Also Lotus gehört jetzt auch zu dieser Kette, sage ich jetzt einfach mal. Also die haben sich da halt natürlich auch ein bisschen Erfahrung dazu gekauft. Nicht, dass jetzt hier Lotus irgendwie mit drin steckt, aber ja, mal gucken, was da noch so kommt. Ich finde es aber auch gut natürlich, dass sie die Marken nicht nur einfach kaufen und dann ja, zumachen oder so, sondern gibt es natürlich weiterhin, ne? Volvo gibt es natürlich weiterhin. Und ich meine, es ist ja gang und gäbe, dass Automobilhersteller in Konzernen auftreten oder so und Dinge teilen, Plattformen teilen und so weiter. Kann man ja alles irgendwo verstehen. Und trotzdem können sich die Marken irgendwo selbst ausleben. Und wie schon gesagt, die Idee von Geely ist ja auch tatsächlich, dass die so ein bisschen gestaffelt sind, dass Volvo wirklich ganz oben steht, im Lincoln Co. so ein bisschen dazwischen, weil Lincoln Co. aktuell hauptsächlich ein SUV-Hersteller ist. Bis jetzt auch eben auf den 03er hier, die absolute Ausnahme. Und eben ihre Ursprungsmodelle oder ihre eigenen Modelle, die auch Geely heißen, eben sollen ganz unten positioniert sein und ich glaube auch dann hauptsächlich in China vertrieben werden. Also ich glaube auch aktuell sind die Lincoln Co. Fahrzeuge hauptsächlich auch auf dem chinesischen Markt zu finden. Auch wenn sie natürlich immer mehr den Weg nach Amerika oder Europa finden. So, ein Rennen machen wir noch. Vielleicht so ein Sprintrennen, so ein schönes. Was haben wir denn? Also kommt das hier, das finde ich ganz geil. Und dann sind wir auch tatsächlich schon wieder am Ende der Folge. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte dir dieses Fahrzeug ein bisschen näher bringen, auch die Marke ein bisschen näher bringen. Klar, ist jetzt auch nur an der Oberfläche gekratzt, aber ich glaube, man kann es trotzdem jetzt ein bisschen besser einsortieren, ein bisschen besser verstehen, okay, was mit wem hängt es zusammen, was steckt denn da dahinter. Und ja, wenn ich dich auf jeden Fall ein bisschen abholen konnte oder vielleicht dein Wissen einfach nochmal bestätigen konnte, weil du es vielleicht sogar schon auch alles wusstest, weil du vielleicht auch ein stolzer und leidenschaftlicher WTCR-Zuschauer bist oder sowas, dann ist es ja auch nicht verkehrt. Und vielleicht kannst du mir ja auch nochmal ein paar Sachen ergänzen, ja. Also da bist du natürlich auch mal herzlich eingeladen, wenn du sagst so, hey, ich habe da noch was zu dem Fahrzeug zu erwähnen oder zur Marke, was ich auch ganz interessant finde, dann immer raus damit. Aber so oder so auf jeden Fall, ich hoffe, die Folge hat dir heute gefallen und macht dir vielleicht dann dadurch auch nochmal ein bisschen mehr Spaß, selber diesen Lincoln Co. 03 auszufahren, aufzubauen, zu tunen etc. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast, dass du mit dabei warst heute. Wenn dir die Folge gefallen hat, natürlich sehr gerne ein Däumchen nach oben auch geben. Natürlich auch gerne Feedback in die Kommentare. Würde ich mich natürlich freuen. Oh, jetzt hier merkt man schon doch ein bisschen untersteuern, beziehungsweise bin halt auch einfach viel zu schnell hier in die Kurve gefahren.
Trotzdem macht er das schon ganz, ganz gut. Und tatsächlich von diesen China-Fahrzeugen, die wir bis jetzt bekommen haben, finde ich den bis jetzt echt am geilsten. Liegt aber auch einfach daran, dass da so ein bisschen Motorsport drin steckt, ne? Das ist halt immer gut. Da kriegst du mich immer mit. Was man vielleicht noch erwähnen kann, ist, man kann tatsächlich auch offiziell hier im Spiel gar keinen Frontkratzer-Umbau machen. Also klar, du kannst natürlich die Verteilung des Allrads ganz nach vorne legen, aber es bleibt trotzdem irgendwo noch ein bisschen Allrad übrig. Der einzige Umbau, den man nämlich machen kann, ist auf dem Hinterradantrieb. Deswegen, das hätte ich schon ganz cool gefunden, wenn sie in diesem besonderen Falle schon wirklich beide Richtungen möglich gemacht hätten. Und man wirklich so auch mehr oder weniger den 03 sein Konzept nachbauen könnte. Aber gut. Von Allrad beschweren wir uns jetzt nicht. Ja, cooles Fahrzeug. Definitiv. So oder so. Ich glaube, ich klicke mich schon mal aus an dieser Stelle und lasse dich nochmal mit den letzten Sekunden alleine in der Folge. Und dann wünsche ich dir an dieser Stelle schon mal ein wunderschönes kommendes Wochenende. Mach's gut und bis dann. Ciao.